Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich den Nähbegriff Briefecke erklären. Also eine Briefecke näht man häufig, um rechteckige Stoffkanten zu versäubern. So, als nächstes zeige ich dir auch, wie man eine Briefecke näht. Und zwar benötigst du deinen Stoff. Hier ist jetzt, siehst du, die rechte Seite und wir müssen jetzt aber alles auf die linke Seite zeichnen. Das heißt, wir drehen einmal den Stoff um. Und jetzt benötigst du ein Lineal. Und etwas, womit du jetzt die Sachen markieren möchtest auf den Stoff. Also ich habe jetzt ganz normale Schneiderkreide. Also als erstes zeichnen wir die Nahtzugabe hinzu. Also das sind circa 7 mm. Hier. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit dieser Seite. So, als nächstes zeichnen wir jetzt ein, um wie viel Zentimeter die Briefecke umgeschlagen werden soll, also beziehungsweise dieser Stoff. Ich nehme jetzt einfach ca. 3 cm, also dass diese Briefecken gleich am Ende 3 cm breit sind, diese Balken. Hier natürlich auch auf der Seite. So, jetzt sieht das so aus. Und als nächstes müssen wir jetzt diese eingezeichneten Linien einmal bügeln. So, wie gesagt, bügeln wir die Sachen jetzt einmal um. Und zwar fängst du hier mit dieser Linie einmal an. Also klappst es um und bügelst es einfach. So, dann nimmst du dir diese Seite und bügelst die auch. So, nun klappst du das auseinander und bügelst jetzt diese Linien. So, also wenn du das jetzt gebügelt hast, dann nimmst du dir einmal die Ecke hier oben, wo du diese Zeichnung halt gezeichnet hast und klappst das jetzt so um, dass diese gebügelte Kante hier, dass man die von außen sieht. So, dann siehst du hier, dass diese Kanten hast du ja auch gebügelt, dann siehst du, dass diese bündig mit dieser Linie hier verlaufen. Also so legst du das dann hin und bügelst dann diese Kante hier einmal. So, dann klappst du das auseinander. Und jetzt siehst du ja hier diese gebügelte Linie. Und die zeichnen wir einmal wieder mit unserer Schneiderkreide einmal nochmal nach. So, denn jetzt geht es zum Nähen. Also als nächstes klappen wir die Nahtzugabe einmal nach innen. Also einfach hier diese äußeren Kanten umklappen. So, dann nimmst du hier oben dir die Stoffecke hier oben und einmal die hier unten. Und dann klappst du das so, dass das Kreuz hier mittig auf dem Stoff ist, also wenn du das jetzt so nimmst, dass es genau hier vorne ist. Und dann legst du den Rest von dem Stoff, dass die Kanten hier oben auch bündig sind. Denn jetzt nähst du mit einem normalen Geradstich hier über unsere eben markierte Linie drüber. Also von dieser Kante hier einmal hier rüber bis hier nach oben. So, dann schneidest du die Fäden auch ab.
Und jetzt schneidest du ca. 5 mm von der geraden eben genähte Naht ab, also den Stoff einfach abschneiden. Und jetzt musst du hier unten die Kante auch abschneiden und hier musst du darauf achten, dass du so nah wie möglich an dieser Naht hier abschneidest. Aber du darfst natürlich nicht die Naht jetzt mit durchtrennen. So, dann klappst du den Stoff auseinander. Und jetzt klappst du die Nahtzugabe jetzt auch auseinander. Also wenn du die Nahtzugabe jetzt umgeklappt hast, drücken wir einfach die Kante einmal nach innen. Und damit die Kante hier auch schön rausguckt, gehe ich einfach mit der Spitze von der Schere einmal rein und drücke nur leicht an die Naht, also nicht so feste, dass die Naht wieder aufreißt, sodass die Ecke hier schön rausschaut. So, also das ist jetzt schon die Briefecke. Natürlich kannst du jetzt, also legt man jetzt noch die Nahtzugabe hier oben um. So, also wir klappen nochmal die Nahtzugabe um und bügeln das auch nochmal. So, das Ganze bügeln wir jetzt nochmal. Das machen wir deshalb, weil wir gleich ganz knapp an dieser Kante hier einmal entlang nähen müssen. Und damit das auch super aussieht, müssen wir das auf jeden Fall bügeln, weil wie man sieht, wölbt sich hier der Stoff schon wieder, weil wir natürlich jetzt genäht haben und rumgefuchtelt haben. Deshalb bügeln wir das Ganze nochmal. So, wenn du das jetzt gebügelt hast, nähst du hier einmal ganz knapp am Rand entlang. Und fertig hast du eine Briefecke genäht. So, ich habe dir jetzt gezeigt, wie man eine Briefecke näht. Wenn du aber zum Beispiel eine Kuscheldecke nähen möchtest, da benötigst du ja 4 Briefecken. Und da musst du am Anfang an die Markierung, also 4-mal setzen. Also wir haben ja hier 2-mal im Video. Und du musst dann noch einmal diese Kante hier, also die jetzt hier nicht vernäht ist, und diese Kante. Und dann den Rest machst du wie im Video einfach mit allen 4 Ecken nochmal. Also wofür benötigst du jetzt Briefecken? Wie schon gesagt, wenn du zum Beispiel eine Kuscheldecke nähen möchtest, da kannst du diese Briefecken natürlich vernähen. Oder für Gardinen bzw. für Vorhänge. Und natürlich, wenn du dir einen Rock nähen möchtest und der hinten einen Schlitz haben sollte, dann kannst du die Ecken auch mit Briefecken sozusagen vernähen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und teile dieses Video mit deinen Freunden. Wenn du noch weitere kostenlose Nählexikon-Videos sehen möchtest, dann schau einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Video. Deine Jana.